Ach, ist das schön. Es macht so Spaß, auf dem Drachen zu fliegen. Ohne Witz. Das ist mein erstes WoW-Video auf diesem Kanal und es wird interessant werden. Jedenfalls für diejenigen unter euch, die actually Bock haben auf das, was jetzt passiert. Denn ich begrüße euch am heutigen Tage, am Freitag, dem 16. Dezember 2022, zu meinem Geburtstagstalk. Kurz vorweg, das wird ein ruhigeres Video als alle anderen und es geht tatsächlich auch weniger ums Spiel als um mich. Ich habe das ganz gerne mal gemacht, schon mal früher, dass ich ja an meinem Geburtstag so ein bisschen privater wurde und einfach mal ein bisschen erzählt habe. Das heißt, für alle, die jetzt ein bisschen Gameplay sehen wollen, ist das Video heute mal nichts tatsächlich. Es geht ein bisschen um mich. Ich möchte ein bisschen reden. Ich weiß gar nicht direkt über was, eigentlich über alles. Und ja, für diejenigen unter euch, die sich ja genau dafür interessieren, weil ich ja auch wenig gestreamt habe in letzter Zeit, einfach mal frei Schnauze drauf los, ohne groß gecuttet. Genau, erstmal machen wir jetzt mal unsere Tiere hier weg. Ich bin erstmal, by the way, erstes Thema für heute. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Video wird. Ich glaube, nicht so lang. Ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen. Erstmal will ich die Tiere jetzt entfernen. Ich bin kein WoW-Experte. Ich spiele das Spiel zum Spaß, bin aber jetzt am 16. Dezember, am 14. bin ich Level 66. Das wissen alle Dragonfly-Spieler von euch. Das ist schlecht. Ich bin ein ganz gemächlicher Spieler, sagen wir es so wirklich. Da bin ich absolut casual-mäßig unterwegs. Das macht mir Spaß. So, ich habe es immer noch nicht, während ich hier rede, geschafft, mein Tier freizugeben. Irgendwie hier wahrscheinlich. Da. Beastmaster Hunter spiele ich schon, da bin ich immer noch überfordert, ne? Die Experten unter euch, ja, die wissen Bescheid. So, wir wollen tatsächlich, will ich einfach noch ein bisschen quatschen. Und dabei kann man, ich habe mir wirklich überlegt, was kann ich dabei machen, wenn ich quatschen will. Weil ich bin jemand, ich Multitasking schwierig. Und ich dachte mir dann einfach, WoW Angeln ist genau die perfekte Art an Beschäftigung, die für ein Video gut ist, weil ich kann mich komplett darauf konzentrieren, was ich sagen will. Und kann nebenbei immer ein bisschen was machen. Wir angeln hier an so einem coolen Wasserfall. Da ist so eine Brücke. Das ist doch sehr, sehr cool. Genau. So, und wenn wir jetzt hier so ein paar Fische fangen. Ich habe ziemlich viel Glück gehabt beim Angeln. Das habe ich gut gemacht. Und die unter euch, die es Bescheid wissen, das habe ich schon geangelt. Das ist relativ viel. Das ist relativ gut. Und wer weiß, vielleicht finden wir jetzt in diesem Video noch eine weitere Münze. Ich mache das mal so offen hier. Wobei, ich weiß nicht. Klein. Ich mach nur meinen Reagenz. Bisschen Täschchen auf. So, das reicht. Ja, wie geht's euch? Schreibt mir auch gerne mal, wie gesagt, in die Kommentare, wie es euch so geht. Unter diejenigen von euch, die ich noch kenne. Ja, vermisse die Interaktion mit euch, die ja sonst immer durch den Stream stattgefunden hat. Ich bin, muss ich ja sagen, es wird ein sehr chaotisches Video, merke ich gerade, aber es ist in Ordnung. Ich bin ziemlich stolz auf mich, dass ich dieses Jahr die Weihnachtsvideos, zumindest bis diesem Punkt, bis zum 16. tatsächlich hier durchgezogen habe. Und ja, ich weiß nicht, wann das zum letzten Mal passiert ist, so lange. Von daher kann ich mir da selbst mal auf die Schulter klopfen. Das hat mir bis jetzt auch wirklich großen Spaß gemacht. An dieser Stelle danke für alle, die an den Videos bis jetzt beteiligt waren, aber auch danke an alle, die sozusagen zugucken. Ohne euch ist es schwer, Motivation zu finden, aber tatsächlich tue ich es auch ein Stück weit für mich. Weil es super cool ist, so als Zeitkapsel sich so einfach Videos zu erstellen und gucken, okay, was habe ich in dem Jahr gemacht, was habe ich da gemacht. Das war ich zu langsam? Nee, war ich nicht. Und dann das quasi für immer zugänglich zu haben, ist auch eine geile Sache. Macht also mir auch sehr viel Spaß. Aber natürlich, wenn dann jemand einen netten Kommentar schreibt und sagt, hey, das Video war cool, das ist für mich die größte Motivation überhaupt weiterzumachen. Ich denke natürlich, jetzt nach dem Weihnachtsvideos wird es videotechnisch wesentlich weniger. Aber vielleicht hört es nicht ganz auf. Und das Ding ist, natürlich will ich auch unbedingt wieder streamen. Das ist eine Sache, die ich sehr vermisse. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das jetzt während der Weihnachtsvideos oder kurz vor Weihnachten auch nochmal mache, dass ich einfach mal den Stream anhaue. Aber das werden wir dann sehen. Ja, aber erstmal überhaupt wieder auf YouTube am Start zu sein, tut mir gut. Und ja, vielleicht, wenn ich durchziehe, vielleicht gehen dann die Zahlen auch immer wieder nach oben. Aber das ist eine Sache, die ich super entspannt sehen kann. Das ist ja nicht mehr, ist kein Muss mehr. Ich muss Spaß haben und das ist alles. Das zählt. So, und dann schauen wir mal weiter, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt so ein bisschen am Ball bleibe und nicht komplett YouTube wieder vernachlässige. Ich habe ja monatelang nichts gemacht. Und das ist schade. Das ist schade. Ich habe einen YouTube-Kanal mittlerweile seit 2012. Das ist jetzt einfach wirklich über 10 Jahre her schon, dass mein erstes Video online ging. 10 Jahre, ein Jahrzehnt.
dass ich jemals in Jahrzehnten schon spreche. Ich weiß nicht, wann ich sonst von Jahrzehnten gesprochen habe. Wirklich. Krass. Ein halbes YouTube-Urgestein bin ich schon, würde ich sagen. Wenn auch nicht wirklich. Ja, aber gehen wir doch mal abseits von YouTube. Da gibt es vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, ein bisschen Spannenderes. Wie geht's dir denn so, Mario? Ja, eine sehr gute Frage. Im Großen und Ganzen kann ich nicht klagen. Ich bin gesund soweit. Ich habe gerade eine OP hinter mir. Die ist gut verlaufen. Ich bin soweit gesund und soweit auch glücklich im Leben. So, und das sind zwei super wichtige Dinge, die eigentlich vor allem anderen stehen. Und ja, von daher kann ich hier an der Stelle erstmal nicht meckern. Ich bin ja mittlerweile schon seit jetzt ziemlich genau einem Jahr mit meiner Ausbildung durch, da ich die sehr verkürzen konnte und habe weiter im Betrieb gemacht, da wo ich meine Ausbildung gemacht habe, bin weiterhin sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden mit meinem Job. Ist eine sehr coole Abwechslung. Es ist ja wirklich viel Verschiedenes dabei. Viel Freiheiten, viel selber planen. Finde ich gut. Passt zu mir. Auch zum Beispiel eine Sache, die ich nicht bin, ist ein Frühaufsteher. Ich könnte nicht jeden Morgen um 6 aufstehen. Das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Von daher bin ich da sehr glücklich, dass ich einfach ein bisschen später anfangen kann, halt länger arbeiten kann. Gegen lange Arbeiten habe ich absolut nichts. Das mache ich super gerne. Und so passt es halt, ne? Das heißt, jobtechnisch ist auch alles in Ordnung. Oh, wir hatten eine Weihnachtsfeier gerade, das will ich erzählen, weil ich das sehr bemerkenswert fand. Vielleicht, wenn ich dieses Video in so, weiß nicht, 10 Jahren nochmal gucke und dann erinnere ich mich an diese Weihnachtsfeier, wenn ich davon erzähle. Wir hatten so eine eigene Location gemietet, relativ in der Nähe von meinem Zuhause. Und da war ein Magier den Abend vor Ort. Ich weiß nicht, war das ein Magier oder nennt man das Illusionist? Nein, ich weiß gar nicht. Mentalist? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall war das ein Entertainer/Magier, sage ich mal. Und das war eine wilde Weihnachtsfeier. Es war wirklich sehr, sehr schön. Habe ich, glaube ich, noch nie erlebt, so was Schönes. So eine schöne Weihnachtsfeier. Da hat mein Chef sich richtig Gedanken gemacht. Es gab sehr viele Highlights. Will ich gerne von erzählen, gerade weil es wirklich erstaunlich gut war. Essen war klasse. Konnte man sich vorher eines von 4 Menüs auswählen. Und dann gab es ein schönes Programm von wegen, ne, Reden halten, Magier, Essen und dann mein Highlight. Mein Chef hat tatsächlich für jeden einzelnen Mitarbeiter, und wir sind mittlerweile über 50, gab es ein Geschenk. Es gab einfach ein Geschenk. Ein personalisiertes. Für jeden wirklich personalisiert. Und das hat mich so vom Hocker gehauen. Wie viel Planung und wie viel wirkliche, ja, wie viel Herzblut da reingesteckt wurde. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, das ist so eine Sache, die ich gerade mal erwähnen wollte, weil mich das echt geflasht hat. Ja, und jetzt sitzen wir hier an meinem Geburtstag, an meinem 26. Geburtstag, und ich nehme dieses Video hier auf. Finde ich eigentlich eine coole Tradition. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt wieder jedes Jahr, einfach mal so ein kleines Talk-Video zu machen. Das tue ich besonders dann auch für mich, denke ich mal. Für die es interessiert unter euch. Ich weiß nicht, wie viele es dabei sein werden. Ist okay, wenn ihr mal dieses Video skippt. Wobei, wenn ihr was skippt, dann seid ihr nicht seit 8 Minuten dabei, ne? Dann habt ihr schon ganz geguckt. Schreibt mal Schuppenbauchmakrele in den Chat oder in die Kommentare, wenn ihr das hier noch seht. Würde mich interessieren, ob das wer schreibt. Ansonsten, sitze ich hier mit 26 Jahren. Da geht es langsam Richtung 30 zu. Man noch sagen Kollegen auf der Arbeit, weil ich bin dann auch immer noch der Jüngere in meiner Arbeitsumgebung. Ja, zarte 26 oder was. Noch alles gut. Aber ich sehe das gar nicht mehr so. Geht Richtung 30. Das ist so eine gruselige Vorstellung. Richtung 30, was ist denn da los, Junge? Ich habe gerade das Abi gemacht, gefühlt. Ja, ein bisschen scary, wenn ich ehrlich bin. Nicht so mal ein bisschen. Ach, ja, weiß ich nicht. Ja, im Endeffekt, Job ist erfüllt bei mir. Und dann muss man sich natürlich aber auch um weitere Lebensziele mal kümmern, tatsächlich. Ne? Um jetzt mal hier ganz privat zu werden. Zwecks eigene Wohnung zum Beispiel. Da hatte ich viel vor. Hat sich alles ein bisschen verzögert. Das macht auch Sinn, dass ich aktuell
noch zu Hause wohne tatsächlich. Es macht einfach Sinn. Aber es wird Zeit. Und es ist schon lange Zeit und es wird langsam wirklich Zeit. So, und ich hoffe, dass ich, wenn ich in einem Jahr hier sitze und dieses Video aufnehme, dass ich entsprechend eventuell einfach in meiner eigenen Wohnung das Ganze machen kann. Mal schauen. Ich will mir nichts vorschreiben und das jetzt sagen, ich will es unbedingt schaffen, aber es wäre schon sehr cool. Mal schauen. Oh, ist die Musik schön. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, wann das hört. Im Video ist sehr, sehr leise eingestellt alles. Ja. Was gibt's noch zu erzählen? Ja. Ich bin weiter fleißig am Zocken. Tatsächlich. Großes Hobby von mir. Auch wenn ich es auf YouTube nicht mehr so viel zeige. COD war ja immer mein Main-Ding so. Ist immer noch da. Ich habe MW22 gespielt. Also MW2. Und spielt es auch immer noch, wobei es jetzt die letzten Wochen schon in den Hintergrund gerückt ist, muss ich mal wieder fokussieren. Aber es gerade ist zum Beispiel WoW spaßiger tatsächlich und vor allem auch Sea of Thieves, das sind die beiden Spiele, die ich gerade am meisten spiele. Und natürlich geht auch super viel Freizeit noch drauf für die Videos, ganz klar. Ne? Also da stecke ich schon sehr viel Zeit rein. Das ist krass, jeden Tag ein Video. Ja, aber ich bin zufrieden. Das denke ich, kann man zusammenfassend sagen. So, ich überlege gerade, ob es jetzt überhaupt noch was gibt oder ob das als kleines Update schon reicht. Ich will hier auch keinen zu Tode langweilen. Und ich wollte einfach frei Schnauze reden, solange ich reden kann. Und jetzt bin ich gerade an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr so spontan wüsste, was ich jetzt noch erzählen soll, um das generell zu halten. Von daher könnten wir vielleicht auch einfach sagen, wir haben schon genug geangelt. Ich wollte eigentlich noch so viel mehr Fische haben. So viel haben wir hier nicht geangelt. Teilweise sitze ich hier stundenlang, gucke nebenbei Dokus und angel. Da geht meine ganze WoW-Zeit drauf. Ich muss gerade mal gucken, wie viel Zeit ich mittlerweile habe. In dem. Das würde mich interessieren. 7 Tage Spielzeit. Na gut, das hätte ich noch in Grenzen mit meinem Hunter hier, aber ich habe auch das noch mein einziger Charakter überhaupt. Wie gesagt, WoW eher nur so eine Nebenbeschäftigung, aber macht Spaß. Gut, ich würde sagen, tatsächlich, da ich erstaunlicherweise schon gerade nichts mehr zu erzählen habe, nutzen wir die ganze Stunde und wenn das Video tatsächlich. Ja, würde mich sehr freuen, falls ihr dann bald mal wieder einschaltet. Ich muss mal gucken, ob ich das vor Weihnachten wirklich schaffe oder ob ich dann vielleicht Richtung neuem Jahr anpeile, mal wieder zu streamen. Vielleicht ein, zweimal die Woche zumindest. Das wäre doch was. Spielevorschläge und alles könnt ihr mir gerne da lassen. Hier in den Kommentaren, auf Discord oder sonst wo. Ansonsten würde ich sagen, es ist jetzt auch schon wieder mitten in der Nacht. 1.13 Uhr, wie ihr hier oben seht. Kleine Nachteule geworden. Aber ja, ich denke mal, das ist eine gute Zeit aufzuhören. Ich danke wirklich für jeden, der dieses kleine, aber doch recht persönliche Video einfach mal angeklickt hat und einfach mal meiner Stimme gelauscht hat, während wir hier einfach random angeln im WoW. Fand ich aber irgendwie eine coole Idee. Ich hoffe, euch hat es gefallen und an dieser Stelle sage ich erstmal ciao, ciao. Und morgen geht es dann weiter mit einem normalen Video, wie ihr es von mir kennt. Bis dahin, ne? Ciao, ciao.